Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wer diese Tage nach dem Eindunkeln in den Himmel schaut, kann mit allerhand Überraschungen rechnen. Und darum möchte ich heute vor allem die ganz kleinen Zuschauer herzlich begrüßen. Es ist nämlich wieder so weit. Die Weihnachtsmannen sind unterwegs und verteilen den brandneuen Spielwarenprospekt von Coop. Was es da alles gibt. Hey, super. Ich glaub's einfach nicht. Doch, doch, es ist tatsächlich so. Noch nie ist bei uns die Auswahl grösser, die Neuheiten schöner und das Spiel spannender gewesen. Und bei diesen günstigen Preisen heben auch das Grosse oder der Götti regelrecht ab. Auch ich könnte noch lange zuschauen. Jetzt kommt aber das Rezept mit dem Armin Amrain. Und bitte dranbleiben, ganz am Schluss kann man nämlich noch schöne Reisen gewinnen. Armin, Sie reisen ja scheinbar sehr gerne. Allerdings, und ich habe auch schon auf der ganzen Welt an vielen Orten gekocht. Heute geht es aber um ein einheimisches Gericht. Richtig, und zwar sind das keine fliegenden Samichläuse. Dafür gibt es aber rassige Fleischvögel mit einer feinen Lauchfüllung. Ein halber Beutel Herbsttrompete im warmen Wasser einweichen und eventuell etwas verschneiden. Lauch in Stück schneiden und im Salzwasser vorkochen und abkühlen, wie ich es hier schon gemacht habe. Dann Plätzchen auf beiden Seiten mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen, mit Löffelbarfe bestreichen und mit je zwei Scheiben Speck oder Pancetta belegen. Ein Stück Lauch drauflegen, aufrollen und mit einem Zahnstocher fixieren. Jetzt die Fleischvögel im heißen Öl rundum gut anbraten. Rausnehmen und den Bratenfond mit Weisswein und Bouillon ablöschen. Pilz dazugeben und aufkochen. Auch die Fleischvögel dazugeben. Und bei kleiner Hitze werden eine gute halbe Stunde zugedeckt schmoren. Und bis es soweit ist, hat man dann genug Zeit für die Zubereitung des Herdöpfel-Öpfelschnee, der gut dazu passt und der ebenfalls in der Coop-Zeitung dieser Woche steht. Jetzt aber wie versprochen zum Wettbewerb. Es ist ganz einfach. Wie viele fliegende Weihnachtsmannen hat es im Coop-Spielwarenprospekt? Sind es 4, 6 oder sogar 7? Was meinen Sie, Armin? Ich weiss es, ich habe sie nämlich gezählt. Aber verraten tue ich natürlich nicht. Also, Coupon ausschneiden, ausfüllen und sofort einschicken und mit ein bisschen Glück abheben. Zuerst geht es jetzt aber doch nochmal zurück auf den Boden zu den Aktionsangeboten dieser Woche. 2 Kilo Clementine im Netz kostet 3,50 und 2 Beutel Wix Blau ohne Zucker kommen Sie im Franken 50 günstiger rüber. Mit der GoProfit-Karte gibt es 1 Kilo geräuchtes Rippli zum halben Preis. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Und mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke, dass Sie für uns Zeit gehabt haben und auf Wiedersehen.